Heute bekommt ihr mal wieder eine Torte von mir. Nee, leider nichts zum Essen, sondern spielerisch in Form eines Tank Destroyers, die Tortoise, dem Tier 9 TD der Briten, auf der Karte Pilsen. Und ja, das könnte natürlich tendenziell schon sehr passend sein, weil dieser Panzer ist ja jetzt nicht für seine Mobilität bekannt. Aber er hat einen... Der hat eine gute Panzerung und fühlt sich meines Erachtens an der Front eh tendenziell sehr, sehr wohl. Also könnte das in der Tendenz gut passen, weil auf der Karte Pilsen so viel zum Campen ist da eh nicht möglich. Aber man sieht diese atemberaubende Geschwindigkeit mit 20 km/h an die Front. Wenn das nicht was ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, da hat man in dem Panzer, musste man so Gehanzüge tragen, wie im Flieger, dass man da aufgrund dieser Beschleunigung nicht sich alle Knochen bricht. Und jetzt schauen wir mal, was er da vorne so reißen kann. Hier, da ist schon der Löwe. Der hat schon mal getroffen. Penetration! Vernünftiger Reload hat man mit dem. Und wir sehen, der Durchschlag ist nämlich mit 2... Ah, den Kit wollte ich euch nicht... 2,59 und 3,26. Durchaus solide. Also man hat eine schon sehr schöne DPM mit dem Ding. Der Löwe hat es gerade gemerkt, dass er vielleicht so nicht spielen sollte. Jetzt kommt da der AT-7 vielleicht rum. Ja, tendenziell ja. Und da ist er auch schon. Und der prallt ja mit seinem Premium-Munitionchen ab. Man hört... Oh, jetzt kommt er durch. Und jetzt kommt auch noch der Jagdtiger. Jetzt hat er ja reichlich an Gegnermaterial. Und auch da nochmal... Aber der Jagdtiger darf man nicht unterschätzen. Für einen Achter... Aber, und weg ist er. Penetration. Ja, schön gesagt. Aber 1000 Hitpoints hat er schon eingebüßt. Und das vom 7er AT-7 und vom 8er Jagdtiger mit verbessert Matchmaking, da in Anführungszeichen schlechter Kanone. Oh, der Waffenträger. Der probiert es jetzt auch. Und er nimmt jetzt hier mal den AT-7 raus. Wenigstens einen der beiden bösen Buben, die auf ihn hier Schaden gemacht haben. Und jetzt braucht er Hilfe, der Waffenträger mit dem Jagdtiger. Der Jagdtiger steht da aber vermeintlich sehr gut, ja. Der Waffentiger sehr schlecht. Vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise rauszugucken mit einem Panzer, der kaum Panzerung hat. 4:8. Aktueller Stand der Dinge. 4:9, da jetzt die Arti rausgenommen worden ist vom Leo. Jetzt muss er da drüben schauen und da hat er jetzt den IS-3. Erster Treffer, zweiter würde den One-Shot bedeuten. Komm schon, mach ihn weg. Ja, der ist raus. Also 6:11, also das ist sehr eindeutig gerade. Da hat er jetzt einiges an Gegnern und er schaut sich folgerichtig den aus, den er mit einem Schuss direkt wegmachen kann. Und jetzt bekommt er aber von hinten den Schaden vom STA. Der STA könnte sogar sein, dass er nochmal einen rausbekommt. Ah, leider lässt er da noch was stehen, aber gut, so ein High Roll ist natürlich auch eher selten. 8:12. Mach ihn weg. Ja, sehr schön. Durch die Mauer, durch. 10:12, schaut alles nicht mehr so schlimm aus. Der VK rechts von ihm und hier der PTA direkt voraus. Im DPM macht er ihn fertig. Er hat auch hier die kleine Kanone, der PTA.
Deswegen auch der Schaden überschaubar. Aber er dreht. Oh, das war eng. Das war ganz eng. Aber er hat ihn dann doch noch wegbekommen. Und auch teilweise nicht wundern, wenn die Animation bisschen vom Spiel variieren. Die Replays sind einfach verbuggt und nicht alles ist gleich eine Mod oder sonstiges. Es ist, dieses Thema Mods und so ist eh zurzeit ein bisschen sehr stark gegeben bei allem und jedem. Also, ich glaube, langsam ist auch die Community mit dem Thema mit allen Mods überdrüssig. Arti hält hier rein. Schöner Hit. Sehr schöner Hit. Da vorne kommt jetzt der Jagdtiger rum. Der Jagdtiger muss aber auch aufpassen, dass er natürlich dann nicht gefinisht wird von Arti oder Konsorten. Und jetzt, er kann hier den VK rausnehmen. Sehr schön gemacht. 6 Kills, der Krieger ist da. Und jetzt sind es lediglich 2 Artis. Da ist Arti Nummer 1. Arti Nummer 1 trifft ihn auch direkt. Und jetzt hat er das riesige Problem, dass so eine Lorraine gar nicht so langsam ist. Also eigentlich ist alles schneller als er, das muss man mal dazu sagen. Okay, also wir haben es einmal in der verpixelten Variante mit Sternchen und einmal in der richtigen geschriebenen. Ah, jetzt kommt er echt auch noch durch. Heide Witzka, ist das ärgerlich. Der Jagdtiger wird hier auch aufs Horn genommen. Also mit dem Panzer jetzt 2 Artis nachzufahren oder allgemein überhaupt jemand nachzufahren, ist einfach undankbar. Jetzt hoffe ich nur, dass er das so macht, dass er hier da hinten jetzt auftaucht, die Lorraine, und er den dann dementsprechend wegsnacken kann. Ja, und er kommt wirklich, unglaublich, er verschießt! Nee, oder? Nee. Trifft nicht. Ah, Gott sei Dank. Nochmal den nächsten Schuss rausbekommen. Rechtzeitig. Notwendig war es auch. Und jetzt nur noch M12, die Arti. Und damit wird er sich sogar noch ein Medaillchen klar machen. Also schauen wir mal, ob er es schafft. Und jetzt ist nur die Frage, wo ist er überhaupt? Das ist ja einfach undankbar. Ich weiß auch nicht, was der Jagdtiger da macht. Der steht nur noch rum. Also er scheint irgendwie AFK oder auch nicht zu sein. Also vielleicht einfach auch keine Lust mehr. Also die Leute, da seht ihr im Chat, da geht es jetzt auch schon hoch her. Sind alle nicht so happy dafür, dass sich der Jagdtiger da nicht mehr bewegt. Und jetzt hier Torte schreibt, dass er dann cappen kann. Also, das wäre natürlich noch eine Option. Aber vielleicht findet er ja doch irgendwo die Arti. Er schreibt doch, bin ich in der Stimmung, um die M12 Arti zu jagen. Mehr als nachvollziehbar. Da ist sie. Hier gibt's das. Da blockt die Arti auf. Ein Emin und weg. Sehr, sehr, sehr gut. Nice. GG. Also, wir haben hier eine 7931er Runde gesehen mit einem Panzer, den man vielleicht doch seltener sieht, und dementsprechend hoffe ich, es hat gefallen, weil er eben nicht nur hinten campen stand, sondern er war für seine Verhältnisse sehr mobil. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.